Der Dank gilt dem Publikum. Auch heute ist Johannes Tinjes Bø im Verfolgungsrennen der Männer nicht zu schlagen. Im heimischen Oslo gewinnt der Norweger souverän, weil er sich bei 20 Schuss nur einen Fehler leistet. Beim letzten Schießen bittet der Biathlon-König das Publikum um Ruhe. Und trifft im Anschluss die letzte Scheibe. Das amüsiert auch Norwegens König Harald. Bester Deutscher wird Benedikt Doll, der am Ende auf Platz 4 landet. Auch heute ist er der Beste. Johannes Tinjes Bø gewinnt das Massenstartrennen in Oslo und feiert im Ziel den 19. Erfolg in dieser Saison. Der Norweger beeindruckt erneut und kann sich sogar insgesamt 2 Fehler beim Schießen leisten. Der Grund? Der beste Biathlet ist auch der beste Läufer im Feld. Johannes Tinjes Bø beendet seine beeindruckende Saison. Zum 4. Mal gewinnt er den Gesamtweltcup. Die Bilanz des Biathlon-Königs ist phänomenal. Das freut auch König Harald, den 5. von Norwegen.